Herzlich willkommen zum E-Auto-Vlog Nummer 24, deinem täglichen Nachrichten-Vlog zum Thema Elektromobilität mit den neuesten Informationen aus der Elektromobilität, kurz angeteasert und den Links zu den weiterführenden Artikeln unter dem Video. Zusätzlich kriegst du natürlich auch aus meinem Leben als Elektroautofahrer weitere Insights. Für dieses Wochenende habe ich wieder ein paar interessante Themen für dich vorbereitet, denn diese Woche bin ich endlich mal wieder viel zu Hause im Büro und fahre wenig mit dem Auto durch die Gegend. Aber jetzt lass uns mal die E-Auto-News anschauen. Heute in den E-Auto-News habe ich drei interessante Themen für dich. Zum einen gibt es einen Durchbruch bei der Batterieforschung. Schauen wir uns mal an, was das wirklich bedeutet. Hier spricht man von einer Verdreifachung der Reichweite. Dann sind richtig viele Semi-Trucks in Amerika bestellt worden. Ich verrate dir, wer die 100 LKWs bestellt hat. Und dann wird die Äußerung vom VW-Chef Müller, dass Dieselsubventionen abgebaut werden, nochmal ausführlich betrachtet. Und vor allen Dingen gucken wir, wie wahrscheinlich es ist, dass diese Forderung durchgesetzt wird. Kommen wir zu einer lustigen Meldung, die ich heute auf Instagram auch schon gesehen habe, deswegen möchte ich sie dir nicht vorenthalten. Und zwar geht es darum, dass mittlerweile die deutschen Autobauer schon die Ankündigung ankündigen. Nur so hat Porsche für 2018 eine Ankündigung eines zweiten E-Auto-Projekts angekündigt, damit man jetzt schon mal weiß, dass es noch weitere Elektroautos von Porsche gibt und sich vielleicht doch noch überlegt, keinen Tesla oder andere Elektroautos zu kaufen. Die Taktik ist natürlich sehr durchsichtig, aber auch irgendwie witzig, wenn man sich überlegt, dass jetzt schon Ankündigungen angekündigt werden. Hoffen wir, dass die Autobauer dann auch wirklich umsetzen, dass sie bauen und wir diese Elektroautos kaufen können, denn die Nachfrage ist da. Ich hoffe, ihr merkt es und setzt es auch endlich um. Im zweiten Beitrag der News habe ich ein sehr interessantes Video mir angeschaut von Lars Walch und Amadeus Regerbis. Die sind von INBW im Interview mit electrif.net und geben weitere Informationen zur Schnellladesäuleninfrastruktur und Strategie von INBW hier im Videopreis. Und das ist sehr interessant. Ich war überrascht, was INBW da in einem Jahr auf die Beine gestellt hat und auch noch plant, denn sie sind von 0 Schnellladesäulen auf 120 bis zum Zeitpunkt des Interviews in einem Jahr gekommen und planen auch die Infrastruktur weiter auszubauen und sich als Elektromobilitätsdienstleister hier zu platzieren und dann auch natürlich Geld damit zu verdienen. Also ein interessantes Video, ich packe euch den Link wieder in die Beschreibung rein, schaut euch es an, es lohnt sich. Ich hatte ja vor kurzem schon gesagt, dass die BMW-Gruppe ihren Absatz gesteigert hat, was ich jetzt ganz interessant fand. Hier wurden nochmal die Werte nachgeliefert für den elektrischen Bereich und es sieht so aus, als ob BMW es tatsächlich dieses Jahr schaffen wird, mehr als 100.000 Einheiten, also Fahrzeuge mit elektrischen, also elektrifizierte Fahrzeuge zu verkaufen. Denn bisher, also bis Ende November, sind 89.806 verkauft worden und alleine im November waren das über 11.000 Fahrzeuge, die verkauft worden sind, sodass man, wenn man jetzt einfach den November im Dezember hochrechnet, damit rechnen kann, dass es mehr als 100.000 Autos sind. Ich hoffe, dass BMW hier weitermacht, dass es die Palette ausgebaut wird mit elektrifizierten Fahrzeugen, dass sie vielleicht am Anfang einfach erstmal die Hybride um eine größere elektrische Reichweite erweitern, denn das wird schon vielen weiterhelfen, denn viele fahren nicht so wie ich immer Langstrecke, sondern ja Kurzstrecke, aber da sind häufig dann auch 20 Kilometer Reichweite in der Praxis von einem Hybrid zu wenig. Ich denke mal 50 bis 70 würden die meisten wirklich komplett elektrisch fahren können. Also ich hoffe, dass sich hier was bewegt. Schauen wir uns an, was BMW in den nächsten Jahren macht. Ich werde es auf jeden Fall verfolgen. Dann für alle Berliner, die sich hier wundern, warum es ihnen nicht gut geht,
Und zwar hat hier RBB in Zusammenarbeit mit der TU, also der Technischen Universität Berlin, die Stickoxidbelastung flächendeckend gemessen. Denn der Senat müsste wohl nur an 39 Stellen und die TU bzw. RBB in Kombination haben das jetzt an 110 weiteren Stellen gemessen. Und so sind über 73 oder sind 73 Stellen erkannt worden, an denen der Stickoxidwert deutlich über dem Grenzwert liegt. Also der Grenzwert ist ja bei 50 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft und teilweise waren die Werte bei 77, also das heißt fast das Doppelte. Und dementsprechend sind hier viel mehr Bezirke davon betroffen, als man denkt. Und das ist keine gute Nachricht, denn Stickoxid ist ein sehr gesundheitsschädliches Gas und dementsprechend ist hier dringend Handlungsbedarf gesehen. Insofern, ich freue mich immer, wenn ich nach Berlin mit meinem Elektroauto reinfahre und die Luft dort nicht verpeste und ich hoffe, dass dort auch die Elektromobilität weiter gefördert wird. Vielleicht erinnerst du dich an eine vorangegangene Sendung, dass Berlin zum Ladesäulenzuwachsmeister gewählt wurde, also sprich die größte Zuwachsrate an Elektroladestationen innerhalb dieses Jahres hatte. Aber was für dich vielleicht ganz interessant ist, wenn du in Berlin wohnst, hier auf der Seite, ich packe den Link natürlich wieder in die Beschreibung, kannst du deine Adresse eingeben und dir dann ganz genau anschauen, wo du hier wohnst und wie die Messungen in dem jeweiligen Bereich waren. Hier Oskar-Lenaheim, in der Nähe hatte ich früher mal gewohnt, das ist zum Beispiel unter dem Grenzwert, das ist ein sehr grüner Bezirk, also sehr interessant. Schau dir es einfach mal an, dann weißt du, was in deiner Gegend los ist. Ja, passend zum Thema Berlin und schlechte Luft habe ich hier auch noch einen Beitrag aus dem Tagesspiegel und zwar will die BVG, also die Berliner Verkehrsbetriebe, in Zukunft wieder mehr auf Busse setzen. Und zwar haben sie dort eine Mischung aus Bussen, die mit Oberleitungsstrom fahren und mit Akku geplant. Sie machen oder planen dort in Kürze einen Test umzusetzen, denn durch diese Kombination von Oberleitungsbussen in Kombination mit Akku sind sie flexibler, können Umleitungen fahren, können Hindernissen ausweichen und es ist natürlich auch nicht immer erforderlich, die elektrischen Leitungen zu legen und es ist vor allen Dingen auch nicht immer möglich in Berlin aufgrund der baulichen Situation. Also eine interessante Möglichkeit, die allerdings auch schon wieder in der Kritik steht, denn da muss ich sagen, berechtigterweise, es gibt auch bessere Möglichkeiten, elektrischen Nahverkehr zu betreiben, zum Beispiel die Straßenbahn und die wurde ja leider in, ich glaube, den 50er, 60er Jahren in Berlin-West komplett platt gemacht. Im Osten ist sie weitergefahren, sodass jetzt im Osten von Berlin nur viele Straßenbahnlinien sind. Im Westen ist das nach wie vor sehr wenig, soweit ich weiß. Dementsprechend könnte man das Netz weiter ausbauen und so viel mehr Menschen mit weniger Strom transportieren. Dann hatte ich es angekündigt in der Vorschau, dass es hier einen interessanten Artikel von Spiegel Online gibt zum Thema VW und der Überraschungsangriff auf die Dieselsubvention. Hier wird nochmal genau beleuchtet, um welche Summe es hier geht. Da war ich wirklich überrascht, dass im Jahr 2015 8 Milliarden Euro an Dieselsubventionen gezahlt wurden oder sprich 8 Milliarden Euro weniger eingenommen worden sind, nur dadurch, dass die Besteuerung des Dieselkraftstoffs geringer ist als des Benzinkraftstoffs. Und das summiert sich, seit Anfang der 90er Jahre gibt es diese Regelung auf 160 Milliarden Euro. Und wenn man sich vorstellt, was man allein mit diesen 160 Milliarden Euro in den Bereich Elektromobilität als Investition machen könnte, dann denke ich, könnt ihr euch viel vorstellen. Dann wird auch noch besprochen, ob es eine Möglichkeit gibt, dass die Dieselsubventionen abgebaut werden. Lest euch das mal in Ruhe durch. Ich kann soweit sagen, dass es eher schlecht aussieht aufgrund der aktuellen
Regierungssituation. Man weiß ja jetzt nicht, was kommt. Mit der Jamaika-Koalition wäre es eher wahrscheinlich gewesen, weil die Grünen das im Wahlprogramm stehen hatten. Die SPD und CDU sind da nicht so für, die SPD eher mehr als die CDU bzw. CSU, die das natürlich komplett verweigern. Also lest euch den Artikel durch. Es ist interessant, um die Hintergründe zu verstehen. Ich hatte ja schon gesagt, warum das VW macht. Na, sie wollen den Diesel, den sie sowieso nicht weiter betreiben wollen, auch nicht mehr privilegiert sehen, damit sie ihre Elektroautos, die dann hoffentlich bald kommen, auch besser verkaufen können. Ja, apropos Verkauf, Tesla ist da richtig im Lauf. Jetzt hat Pepsi auch noch 100 Stück bestellt von den Zugmaschinen. Also die Verkäufe des Semitrucks laufen. Man vermutet, dass es mittlerweile 1230 Vorbestellungen gibt, weil es eine Reservierungsnummer von 1230 gibt. Bestätigt sind natürlich nicht so viele, aber es haben schon einige namhafte Unternehmen die Bestellung ausgelöst. Und jetzt ist es wohl möglich, von jedem eine Bestellung abzugeben, sodass hier der Verkauf der Trucks zügig Fahrt aufnimmt. Zügig Fahrt nimmt auch die Produktion des Tesla Model 3s offensichtlich auf. Es gibt natürlich keine konkreten Zahlen, aber hier habe ich bei Electric einen Artikel mit Videos gefunden, bei dem man hunderte von Model 3 sieht. Die werden natürlich nicht alle an Kunden ausgeliefert, sondern wahrscheinlich einige noch an Mitarbeiter. Aber man sieht, dass hier also doch die Produktion in Schwung gekommen ist und in näherer Zukunft hier weitere Steigerungen vermutlich zu erwarten sind. Also sehr interessant. Schaut euch die Videos an, wenn euch das interessiert. Interessant finde ich bei Electrics auch immer das Fazit. Und hier würde mal auch gesagt, dass man davon ausgehen kann, dass die Produktion jetzt anfährt. Die Frage ist natürlich, in welchem Umfang. Ja, bei Batterien oder Akkus ist ja auch immer der Umfang ein großes Thema. Also sprich, was kann ich auf dem vorhandenen Bauraum für Energie speichern? Wie schnell kann ich sie laden? Wie teuer ist die Batterie? Und wie weit kommt das Elektroauto mit der entsprechenden Batterie, also dem Akku? Und hier ist von der Universität of Waterloo eine neue Methode von Batterieherstellungen erfunden worden, entdeckt worden. Ich bin, da gebe ich gerne zu, kein Experte beim Thema Batterie. Insofern verzeih mir die etwas amateurhafte Erklärung, aber offensichtlich ist es hier gelungen, dass man die Batterie Speichermöglichkeiten verdreifacht, also das heißt, in dem gleichen Bauraum eine dreifache Energiemenge speichert. Und das würde natürlich dazu führen, dass man mit vorhandenen Akkus deutlich weiterkommt. Ich habe gestern zum Beispiel von einer Firma aus Itzehoe gesprochen, oder vorgestern war das, die es ermöglichen, dass man im Bauraum des Akkus vom i3, der ja so um die 30 Kilowattstunden hat, dreimal so viel Energie unterbringt, also sprich 90 Kilowattstunden, sodass das Auto dann entsprechend deutlich weiterkommt. Ja, was man, und das sagt Electric hier auch ganz deutlich, beachten muss bei diesen Erfindungen, Entdeckungen im Bereich Batterietechnologie, dass es in bestimmten Bereichen immer wieder erhebliche Fortschritte gibt. Die Frage ist natürlich, ob sie dann auch in die Praxis kommen. Aber in der Kombination der einzelnen Komponenten, die quasi die optimale Batterie, den heiligen Gral ausmachen, es aktuell noch keine deutliche Veränderung gibt. Und die Faktoren, die dazu führen, dass die Batterie optimal ist, ist ja sozusagen, dass sie schnell ladungsfähig ist, also dass man in möglichst kurzer Zeit viel Energie reinbekommt, dass die Energie auf einem möglichst kleinen Bauraum möglichst hoch ist und dass sie günstig ist. Also schnell ladbar, viel im Akku und günstig. Und wenn man diese drei Komponenten miteinander verbindet, dann hat man sozusagen den heiligen Gral der Batterieherstellung.
der Akkus gefunden. Und hier haben wir sozusagen jetzt erstmal den Bereich, dass man möglichst viel in die Batterie reinbekommt. Wir wissen nichts darüber, wie teuer das ist. Das ist natürlich alles im Labor gemacht. Und wir wissen auch nicht, wie schnell sie geladen werden kann. Also, was ich hier für mich mitnehme, ist, in der Batterieforschung gibt es immer weitere Fortschritte und es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir in die Elektroautos so viel Energie reinbekommen, dass wir überhaupt gar keine Gedanken mehr verschwenden müssen über irgendwelche Ladestrategien, wenn man 500 oder 1000 Kilometer fährt. Dann wird es einfach so sein, dass man von Flensburg nach München fährt, unterwegs kurz Pause macht zum Pinkeln, die Viertelstunde nutzt, um das Auto weiter aufzuladen und der Akku so viel Energie hat, dass man also auf jeden Fall die Strecke von, ich glaube, es sind 850 Kilometer locker schafft. Ja, das sind schöne Aussichten für die Zukunft. Hoffen wir, dass die Zukunft bald kommt. Ich hoffe, diese Ausgabe vom e-Auto-Vlog hat dir gefallen. Hast du Fragen? Stell sie mir in den Kommentaren unter dem Video oder auf dem Blog, je nachdem, wo du mein Video findest. Und denk dran, abonniere den Kanal, stell die Benachrichtigung ein, damit du jeden Tag um 18 Uhr die Information bekommst, dass wieder ein neues Video da ist. Ich freue mich, dass du dabei warst. Wir sehen uns morgen. Bis dann, dein Dirk Henningsen.